Buch Shmuel, 8. Kapitel. ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. Als Shmuel schon alt war, hat seine zwei Söhne gemacht als Schoftim. Jetzt, warum hat seine Kinder gemacht als Schoftim? Weil was haben wir in der letzten Kapitel gelernt? Dass Shmuel, hat rund gemacht in jede Stadt von Israel. Er ist in jede Stadt gegangen und dort gerichtet die Leute. Aber als er schon alt war, er konnte nicht mehr so viel gehen. Er musste schon zu Hause bleiben. Deswegen hat schon seine zwei Söhne so, zu machen, so gesagt wie Stellvertreter, ja, auch wie Richter gemacht. Sagen uns der Talmud im Ta'anit, auf der Seite 5b, das haben wir auch letzte Stunde gesagt, dass sie fragt uns über diesen Pasuk. Wie kannst du sagen, dass Shmuel Navi, er war alt? Er war nicht alt, er war nur mit 52 Jahren ist er gestorben. Wie sagst du, er war alt? 52 ist nicht alt, sondern dort der Talmud gibt uns eine Antwort, dass Akadosh Baruch Hu, er hat ihn älter aussehen lassen. Er hat ihm seinen Bart, anstatt dass es grau wird oder schwarz wird, er hat es ganz weiß gemacht. Warum? Weil es gab ein Problem mit Shaul, aber wir kommen noch dazu. Also, wenn wir zu diesem Kapitel kommen mit Shaul, werden wir auch über diese Sache Be'ezrat Hashem auch sprechen. Okay, die zwei Söhne von Shmuel, sie waren die Nachfolger von ihm als Shoftim. Vayishem beno abechor Yoel, veshem ishneu aviyah Shoftim bir Shava. Die zwei Söhne von ihm, der erste hieß Joel, der zweite Aviyah, sie waren zwei Shoftim in Be'er-Sheva. Warum ist wichtig zu sagen, in Be'er-Sheva, in welche Stadt? Um zu zeigen, schau, sie waren nicht wie ihrem Vater. Ihr Vater, was hat er gemacht? Er ist gegangen von einer Stadt zu der anderen, um Am Israel zu richten. Was haben sie gemacht? Wir bleiben in einer Stadt. Die Leute, die, wenn sie Probleme haben, sie sollen zu uns kommen. Das ist nicht wie Shmuel Hanavi. Velo alechu bidrachav, vayitu acharei ha-be'atzav, vayikhu shochad, vayatu mishpat. Ein schweres Pasuk jetzt. Sie waren nicht auf seinem Wege. Das haben wir schon gesehen. Und sie haben das Geld geliebt. Sie haben Korruption genommen, Bestechung genommen. Und deswegen haben sie auch den Gericht falsch gemacht. Jetzt. Im Talmud steht es geschrieben, zwei Meinungen. Talmud Shabbat 56. Dort steht es geschrieben, zwei Meinungen. Eine Meinung sagt, ja, sie waren so. Aber der Talmud danach sagt uns, Chas v'Shalom. Das war nicht so. Derjenige, der denkt, dass die zwei Söhne von Shmuel, dass sie gesündigt haben, er liegt falsch. Sie haben nicht gesündigt. Aber es steht da geschrieben, pass auf. Sondern, es gab ein Problem bei denen. Das, was wir im letzten Pasuk gesagt haben, sie waren in einem Ort. Und weil sie in einem Ort waren, sie haben nicht Bestechung genommen oder solche Sachen. Nein, Chas v'Shalom, sie waren Tzadikim. Sie haben richtig gerichtet. Aber weil sie in einem Ort waren, jetzt sie brauchen ein Haus. Um das Haus zu bauen, muss man Geld haben. Also sie nehmen von der Kupatair, ja, also von dem Volk, Geld, um es zu finanzieren, um es zu bauen. Nicht nur das, sie brauchen auch Sekretär, ja, die auch Telefonate aufheben. Ja. Deswegen auch Leute, die zuständig sind oder Bodyguards oder solche Sachen, sie haben immer solche auch Menschen umsonst eingestellt und umsonst auch das Geld bezahlt. Weil ihr Vater, er hat nichts genommen von Am Israel. Kein Geld, nichts hat er, kein Genuss hat er von Am Israel. Aber sie hatten schon einen Genuss. Das ist nicht verboten, ja. Aber weil sie in so eine hohe Stufe waren, steht es dahin geschrieben, dass sie haben Bestechung genommen, sie haben Geld genommen, sie haben Geld geliebt. Das ist nicht, dass sie wirklich Geld gehabt haben, sondern weil sie genommen haben für das Haus oder für die Leute, die zuständig waren unter denen, das war ein Problem in ihrem Niveau. Aber ganz grob sehen wir, die waren nicht wie Shmuel, wie ihr Vater. Warum nicht? Wie kann es sein, dass von so einem Vater, Shmuel Hanavi, die Kinder sind nicht wie seine Wege, sondern wir kennen das bei den ersten Kapiteln von Buch Shmuel. Dort haben wir gelernt über Elia Kohen. Elia Kohen hatte zwei Söhne gehabt, Hofni und Pinchas. Hofni und Pinchas, die waren auch nicht auf dem Weg von ihrem Vater. Sie waren auch nicht auf dem Weg von ihrem Vater. Sie haben auch ein bisschen Probleme gemacht. Sie waren auch große Tzadikim. Aber es gab ein paar Kleinigkeiten, die sie gemacht haben, ein bisschen Probleme. Und Shmuel, er hat eine Prophezeiung bekommen, dass Eli und seine zwei Söhne,
Wenn sterben in einem Tag. Er wollte es an Eli sagen, aber er hatte Angst, das ihm zu sagen. Eli hat gespürt, dass Schmuel, er hat eine Prophezeiung. Ich sage es ganz kurz, weil wir haben es eh schon gelernt. Und er sagte ihm, du, sag mir jetzt, was Gott dir gesagt hat. So sagt Eli zu Schmuel. Wenn du mir es nicht sagst, die Prophezeiung, was Gott für mich gesagt hatte, es soll auf dich sein, Chas v'Shalom, also schlechte Nachrichten. Es soll auf dich sein. Und Schmuel hat ihm das gesagt. Aber es steht geschrieben, eine Regel im Talmud. Kilela Tzadik afilu al tnai hiba, lo alenu. Ein Fluch von einem Tzadik, auch für einen Tnai. Auch wenn er gesagt hat, auch wenn er dich verflucht, der Tzadik. Wenn du mir das und das machst, oder wenn du mir es nicht sagst, dann bist du verflucht. Es steht geschrieben, auch wenn du ihm das schon sagst, bist du schon verflucht, lo alenu. Kilela Tzadik afilu al chinam hiba. Und weil Eli, der Kohen Gadol, der große Tzadik, hat gesagt, wenn du es mir nicht verratest, dann wird diese Fluch, diese Prophezeiung auf dich sein. Er hat ihn verraten, aber das ist schon auf ihm passiert auch. Und deswegen auch Schmuel, er hatte gute Kinder gehabt, aber ein bisschen, die nicht auf dem Weg waren. Sie waren Tzadikim, aber nicht wie er. Weil Kabezuk und Sikne Israel, weil jawohl Schmuel Aramata. Am Israel haben schon voll, ja, sie sagen, wir können das nicht mehr haben. Die machen nicht gute Gerechtigkeit, wir können das nicht mehr. Weil sie gehen zu Schmuel, weil er ist ihr Vater. Hinne ata zakanta uvanecha lo alchu bidrachecha, ata sima lanu melech leshofetenu kechol hagoyim. Sagen Am Israel zu Schmuel, Schmuel, du bist schon alt. Deine Kinder, sie gehen nicht auf deinem Wege. Bitte, wir möchten ordentlich leben. Wir brauchen einen König wie die Nichtjuden. Bitte, gib uns einen König. Da beginnen wir eine Parasha, eine wichtige Parasha, und zwar, dass Am Israel möchten einen König haben. Ab diesem Kapitel, wenn wir das schon lernen, wurde schon beendet die Epoche von den Schoftim, ab diesem Kapitel, mit Schmuel, und die Epoche von die Könige ist schon gekommen. Aber da in diesem Kapitel, das ist noch der Anfang, wo sie nach einem König fragen. Es gibt da viele Fragen in diesem Kapitel. Zuerst werden wir es so machen. Wir werden alles lesen, den ganzen Kapitel, grob übersetzen und erklären. Und danach stellen wir die Fragen. Vayera davar b'nei Shemuel, ka'asher ameru, tena lanu melech l'shofenu, vayfalel Shemuel el Adonai. Schmuel hat gesagt, was? Es ist nicht gut, ja, was ihr macht. Er wollte einen König haben, wie die Nichtjuden. Ich gehe Gott fragen. Vayomer Adonai Shemuel, shema bekolam lechol asher yomeru elecha. Gott sagt zu ihm, Schmuel, hör auf sie, mach, was sie möchten. Warum? Du sollst nicht jetzt dich schlecht fühlen, wir möchten dich nicht haben. Das ist nicht, was Amisrael gesagt haben, wir möchten dich, Schmuel, nicht haben als Schofet, wir möchten einen König. Nein, das sagt HaKadosh Baruch Hu, sie sagen indirekt, sie möchten mich, HaKadosh Baruch Hu, nicht haben. Chas v'Shalom. Deswegen gib denen einen König. Wie? Aber alles erklären wir noch nachher. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים כן הם עושים גם לך זרק לקדוש ברוך הוא שאו, איך כן דשון איך כן עם ישראל, די זין שום גרדן תחתה, די זין שום הטנק איך כן איזה שון זי דם אוסוג הסגיפן זי ואני אימא שון גגן מיך, זי נאם די גרצן מדיינן, פסל מיכה, מתאחן עוד פילה פילה זכן, זי אימא פרובלמי גאב מדיין גרצן איך כן איזה שון. Und auch jetzt ist gekommen die Zeit, wo sie es noch einmal machen. Aber trotzdem, hör, was sie sagen. Aber bevor du denen einen König gibst, musst du denen eine Nachricht sagen. Und zwar, ich werde euch, das sollst du denen sagen, ich werde euch einen König geben, aber ihr müsst aufpassen, weil dieser König, jetzt werden wir lesen, was er uns machen wird. ויאמר שמואל את כל דברי אדוני אל העם השואלים איתו מלך. Und Schmuel hat gesagt, was hat er denn gesagt? ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. Schmuel sagte, das wird, kein Problem, ihr wollt einen König haben, ihr werdet einen König haben. Aber so einen König, wie ihr wollt, er will nicht so sein, wie ihr denkt. Alles rosa, alles gut. Nein. את בניכם ייקח, ושמו במקפתו פרשיו, ורצו לפני מקפתו. Eure Kinder wieder nehmen und sie werden vor ihm laufen, vor seine Kutschen, als wie Soldaten, ja, also wie Sklaven.
ולעשו מוסרי אלפים ושרי חמישים ולחרוש חרישו ולקצור כצירו ולעשו כלי מלחמתו וכלי רכבו ואת מנותם מכך לרקחות מטבחות ולופות ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים מכך ונתן לעבדיו וזריכם וכרמיכם יעשו ונתן סריסה ולעבדיו ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמורכם מכך ועשרים ללכתו צונכם יעשו ואתם תהילו לעבדים. Er wird euch viele schlechte Sachen machen, und zwar, ihr werdet seine Sklaven sein. Er wird die Töchter von euch nehmen als Rakachot. Rakachot ist die Leute, die Besamim machen, Duft, ja, von Pflanzen, gute Duft von Pflanzen, sie werden das machen. Oder Essen vorbereiten, eure Töchter werden für ihn Essen vorbereiten. Und er wird von den Feldern von euch die ganze Ernte nehmen, Äpfel, Weizen, alles wieder von euch nehmen. Als Missim, ja, als Steuern. Und falls ihr denkt, okay, er hat sowieso seine Sklaven und ich habe meine Sklaven. Nein, er wird eure Sklaven nehmen, seine Sklaven werden auch so sitzen. Aber er wird eure Sklaven nehmen von Am Israel und sie werden auch seine Sklaven sein. Obwohl er selber schon, der König hat trotzdem Sklaven, aber er wird trotzdem euer Sklaven nehmen. Also wir sehen schlimme Sachen, wie der König machen. Nicht wie ihr denkt, ja, alles ist schön und gut. Wir möchten einen König haben und wird die nicht jung und alles. Und alles ist gut. Nein, das wird schlimm für euch sein. Uzaktem bayom auli milifnei malkechem, asher bechartem lachem, velo yane adonaitchem bayom au. Und ihr werdet schreien, bitte, Herr König, bitte helfen Sie uns. Aber Gott, er wird euch nicht mehr helfen. So einen Schock haben jetzt am Israel bekommen. Sie dachten, ja, etwas Gutes wird jetzt kommen, aber er hat ihnen gesagt, nein, vergiss, das ist etwas Schlimmes. Aber trotzdem, Am Israel, gerade an Tachtei, was machen sie? Weil man nur am Nishmoa bekommt Shemuel. Weil man nur noch im Melech hier allein. Nein, wir möchten einen König, trotzdem, wir möchten einen König haben. Aber da ist schon etwas anders. Wenn nur gar nach Lokechola Goim, wir werden wir die nicht jung sein, und Shvatanu Malkenu. Er wird uns richten, wer zahle Fanenu, wenn Ilchamet Milchamotenu. Aber da sagen sie etwas, was sie davor nicht gesagt haben, weil sie jetzt einen Schock gehabt haben. Oh nein, wer möchte einen König haben wie die Nichtjuden? Nein, wer möchte es ändern? Sondern ein König, der für uns auch die Kriege machen wird. Also nicht der König, was du gesagt hast, Shmuel, der Probleme an uns macht, sondern er soll für uns die Kriege machen. Weil Shmuel hat das gehört. Er geht wieder an Akadosh Baruch Hu. Er sagt das an Akadosh Baruch Hu das. Vayomer Adonai Shmuel Shema Bekolam Vimlachta Lahem Melech Vayomer Shmuel Anche Israel Lechu Ishleiro. Sagte HaKadosh Baruch Hu, ah so, kein Problem, gib denen einen König. Und Shmuel, er sagte an Am Israel, kein Problem, ihr werdet einen König haben. Das war dieses Kapitel. Viele, viele Fragen da. Viele Sachen sind da unverständlich. Erstens, einen König zu haben, ist schon etwas Gutes. Warum? Erste Sache, er macht eine Einheit von ganzem Volk Israel. Eine Einheit. Bei Kriegen können wir alle zusammen kämpfen. Nicht nur ein Stamm gegen ein Volk. Gegen bestimmt nur Stammrufe. Nein, ganze Volk Israel wird nachher einen Krieg machen. Oder zum Beispiel, wenn er ein Gesetz sagt, das wird ein Gesetz sein. Zum Beispiel, mach das und das und das. Wir werden das alles machen. Aber wenn wir jetzt Schwatim sind, Fürsten sind, die also in viele Stämme, und jeder Stamm hat seinen Fürst, jeder hat sozusagen seinen Oberrabbiner. Jeder hört auf seinem Rabbiner. 12 oder ja, wenn es mehr gibt, dann mehr. Aber wenn wir einen König haben, alle sind schon mit einem Gesetz. Ist schon etwas Gutes. Und nicht nur das, es gibt noch eine Bombenfrage, und zwar steht geschrieben in der Tora selbst. Nachdem ihr nach Eretz Israel kommt, Som Tassim Alech HaMelech, ihr werdet einen König auf euch geben. Nachon, aber sagt der Kadosh Baruch Hu, stimmt, wir haben Gott. Aber auch in der Tora steht es geschrieben, ihr werdet einen König haben. Som Tassim Alech HaMelech. Also, ist unverständlich. Sondern, es gab da viele Probleme. Der Radak, er sagt, sie wollten einen König, aber nicht für eine Mitzvah. Was bestimmt steht in der Torah? Ein König zu haben, das ist für eine Mitzvah bestimmt. Aber sie wollten nicht für eine Mitzvah, weil es bestimmt steht in der Torah, einen König, sondern wir möchten einfach so einen König haben, damit wir ein gutes Leben haben. Das ist eine Sache. Zweite Sache, was haben sie gesagt? Kechol Agoim, wir möchten einen König haben wie den Nichtjuden. Warum sagt sie ja diesen Satz, wie die Nichtjuden? Sagt uns der Talmud, dadurch wollten sie auch Götzen dienen. Wer möchte einen König haben, wie die Nichtjuden, und somit wird uns erlaubt sein, Götzen zu dienen. Das werden wir, diesen Punkt werden wir noch weiter noch erklären, nachher. Dritter Punkt ist es, warum ist es falsch?
Weil sie haben gebeten, einen König, nicht zu dem richtigen Zeitpunkt. Es steht geschrieben in der Tora, nachdem wir einen Krieg haben, nachdem wir nach Eretz Israel kommen, wenn wir einen Krieg haben gegen Amalek und danach, wenn wir einen König haben. Aber da, sofort, Schmuel ist der Richter da. Schmuel ist Richter. Er ist sozusagen der König. Er ist noch, das ist kein König, ja, aber Schofet. Und ihr sagt zu ihm, ja, du bist schon zu alt, deine Kinder sind nicht gute Kinder, ja, wir möchten einen König haben. Das passt nicht. Das ist auch nicht zu dem richtigen Zeitpunkt. Wartet ein paar Jahre noch. Danach wird dann der richtige Zeitpunkt kommen. Deswegen war es problematisch. Aber trotzdem, wir müssen es noch erklären. Und der Malbim sagt uns, es ist anders. Der Malbim erklärt diese ganze Geschichte. So, das Am Israel, was wollten sie davor haben? Sie haben gesagt, wir möchten einen König haben, wie die Nichtjuden. Und er soll uns richten. In der Tora steht es geschrieben, viele Gesetze, wie der König, was der König machen muss. Dass der König, er muss immer stets mit der Sefer Torah bei sich haben, bei seinem Zohar, immer Sefer Torah, von der Sefer Torah lesen. Es steht noch geschrieben im Talmud, dass im Talmud Brachot, dass der König, wenn er Mishtachaveh, wenn er beugt bei Tfilat Shmoneh Esre, wir beugen ja öfter in Shmoneh Esre, bei Magen Avraham, bei Hashem Sefadai Tiftach, Baruch Adah Hashem, Modim Anachnu Lach, Vialilu Vivarichu, ja, Atov Shem Chochan Elodot, viermal beugen wir uns vor HaKadosh Baruch Hu bei die Tfilat Shmoneh Esre. Ein König, er muss von Anfang an von Shmoneh Esre beginnen so, gebeugt. Ganze Shmoneh Esre gebeugt. Wie? Du bist König. Ja, eben, weil ich König bin, ich muss schon mit erkennen, Brust nach draußen zeigen. Eben nicht. Du musst wissen, jemand ist über dir. HaKadosh Baruch Hu. Du bist zwar König, aber Zemashatamata, es gibt noch einen König über dich. Du bist zwar ein König für, ich weiß nicht, für die bürokratische Sachen, aber nicht für andere Sachen, für Kriege, aber nicht für andere Sachen, nicht für gegen Mitzvot oder gegen Averot. Oder für Averot. Und die Juden in dieser Zeit, und am Anfang, was wollten sie haben? Ein König für der denen viele Sachen erlaubt. Aber danach haben sie gesagt, nein, wer möchte einen König? Was haben sie gedacht, gesagt am Ende? Ah, es wird ein schlechter König sein? Nein, wir möchten schon einen König haben, der für uns Kriege macht. Schon ein normaler König. Und jetzt kommt die Bombenerklärung von dem Malbim, von dieser Geschichte. Am Israel, warum war es gegen Gott? Hashem sagt, ja, das ist gegen mich. Das ist etwas stark, hört es gut an. HaKadosh Baruch Hu sagt, das ist etwas gegen mich. Warum aber? Mal sehen wir HaKadosh Baruch Hu. Das ist nicht gegen HaKadosh Baruch Hu. Ein König haben, das ist nicht so problematisch. Sondern Am Israel, seit dem Auszug aus Ägypten, bis in diese Zeit, wie war ihre Kriege? Alles durch Wunder. König, der aller Könige, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu hat an uns die Kriege gemacht. Für uns hat er die Kriege gemacht. Jeder Krieg gegen Plishtim, Amalek, jeder Krieg hat HaKadosh Baruch Hu für uns gemacht. Durch Wunder haben wir alles besiegt. Die 31 Könige von der Zeit von Joshua haben wir besiegt durch die Wunder Gottes. All diese Sachen. Aber, weil wir die Königschaft, ja, das Königreich von HaKadosh Baruch Hu hatten, wir müssen in eine höhere spirituelle Welt, Liga sein, Level sein. Wir müssen noch spiritueller sein. Wir Juden. Warum? Weil Gott, er macht für uns die Sachen. Das bedeutet, Gott wird auch auf uns schauen, wie eine Lupe. Ja, warum hast du diese Kleinigkeit gemacht? Warum hast du das gemacht? Und das steckt dahinter. Am Israel sagten Shmuel, wir möchten das nicht haben. Stimmt, HaKadosh Baruch Hu macht für uns die Kriege. Wir besiegen durch HaKadosh Baruch Hu. Alles ist schön und gut, alles ist super durch HaKadosh Baruch Hu. Aber schau, für jede Kleinigkeit 1000 Menschen von uns sterben. Oder plötzlich, wir bekommen da ein Problem oder dort ein Problem. Wir möchten das nicht haben. Das ist eine große Verantwortung für uns. Wir brauchen das nicht. Stimmt, wir werden etwas Großes verlieren. Gib uns lieber einen König, der normale Kriege macht, wie es von Natur her ist. Und stimmt, wir werden vielleicht sterben im Kriege, wir werden vielleicht verlieren im Kriege, aber trotzdem, aber Gott, zumindest, Gott wird nicht auf uns schauen mit einer Lupe. Ah, du hast diese Kleinigkeit gemacht, du hast diese Kleinigkeit gemacht. Okay, wenn wir Averot machen, dann werden wir Averot machen, aber wir werden nicht so bestraft dafür.
Und deswegen, das ist, was im Talmud geschrieben steht, im Talmud Shabbat, das ist, dass Am Israel wollten Götzen dienen. Nicht wirklich Götzen dienen, sondern weil sie nicht wollten, dass Gott auf sie mit einer Lupe schaut, damit es erlaubt ist für sie, Averot zu machen, das heißt schon für Gott als Götzendienst. Und deswegen hat HaKadosh Baruch Hu schon gesagt, weißt du, Schmuel, warum hat HaKadosh Baruch Hu dann gesagt, okay, gib denen einen König? Sondern, weil Hashem hat gesehen, sie rennen schon so, ich sehe, dass das ist schon ihre Einstellung, ihre Stufe ist schon runter, ihre spirituelle Stufe ist schon automatisch runtergegangen. Und deswegen, sie haben, auch wenn sie jetzt eine Tshuva machen, sie haben nicht den Verdienst, dass ich für sie schon den Krieg mache. Und deswegen hat HaKadosh Baruch Hu am Ende der Pasuk, am Ende des Kapitels hat HaKadosh Baruch Hu gesagt zu Schmuel, gib dir denn einen König. Aber, weil wir, er hat uns bedroht, Schmuel. Er hat uns gesagt, pass auf, er wird ein schlechter König sein, schlimme Sachen. Wir haben eine Tshuva gemacht. Wir haben gesagt, okay, tut uns leid, wir möchten nicht so einen schlimmen König haben. Hat HaKadosh Baruch Hu gesagt, okay, ich werde euch einen König geben, zwar von Natur her, ihr werdet zwar verlieren, aber zumindest dieser König, er wird ein Tzaddik sein. Warum? Weil ihr die Tshuva gemacht habt. Nachdem ihr diese Bedrohung gehört habt, ihr habt eine Tshuva gemacht, dank dieser Tshuva, ihr werdet einen großen Tzaddik-König haben. Ein König, der großer Tzaddik ist. Und das ist, was wir bei Srat Hashem in den nächsten Kapitel lernen werden, über den ersten König von Am Israel. Ja, ein Hinweis, das ist Shaul. Shaul HaMelech war der erste König. Über ihn werden wir lernen, wie großer Tzaddik er war.